So, beim Aussägen fangen wir mit der Japansäge hier an. Gesägt wird im abfallenden Teil, also das ist natürlich hier beim Zapfen die rechte und die linke Seite hier. Man spricht eigentlich auch immer davon, auf halbem Riss zu sägen. Das ist bei so einem kleinen Riss natürlich ganz schön schwierig, halber Riss. Also eher sollte also der Riss hier stehen bleiben und man außerhalb dieses Risses sägt. Jetzt wie Uwe Salzmann mir das gezeigt hat. So habe ich das zwar nicht gelernt, aber ich finde es sehr klasse, dass man das einfach mal umdreht und dann von beiden Seiten eben einsägt. Dann hat man doch, kommt man nicht so schnell aus dem Winkel. Das wäre jetzt mit der Japansäge eingesägt. Ich werde jetzt auch gleich den Zapfen hier absetzen. Dazu spanne ich das Teil hier in die Hinterbank und habe hier so ein spezielles Klötzchen mir gemacht, damit das schön gerade wird hier der Schnitt. Noch nicht ganz ab. Da war ich wohl doch noch nicht tief genug hier. Natürlich lieber ein bisschen über den Riss einsägen, als wenn ich hier am Zapfen, wenn ich den Zapfen jetzt schwäche, indem ich da einsäge, ist ja klar. So. Das passiert nämlich auch recht schnell. Und dann ist der Zapfen natürlich geschwächt. Damit wäre jetzt der erste Zapfen gesägt. Schauen wir mal, wie das mit den anderen Sägen klappt. Als erstes säge ich jetzt hier dann mit der Schlitzsäge, also mit dem Schlitzsägeblatt, das ist ja ein recht grobes Blatt extra für Längsschnitte. Aber den Anfang hier zu kriegen ist dann oft gar nicht so einfach, denn das Nussbaumholz ist nicht gerade Weichholz. Dann hier jetzt mit dem Absetzsägeblatt, beziehungsweise Absetzsäge. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Beim Einsägen des Schlitzes verläuft natürlich der Sägeschnitt innen, also da, wo der Schlitz hinkommt. Nachdem ich nun sämtliche Schlitze gesägt habe und alle drei Sägen ausprobiert habe, kann ich jetzt also nicht eine von denen favorisieren. Hängt auch immer davon ab, jetzt vielleicht auch wie scharf die Sägen gerade sind. Oder hier, die muss ich unbedingt nochmal entrosten hier, da ist ein altes Sägeblatt drin. Verlaufen tun können alle Sägen irgendwie beim Sägen. Wenn die Japansäge verläuft, hat man Schwierigkeiten hier dann doch noch zu ziehen, weil das Blatt sehr dünn ist.
ist ein Nachteil. Gut, wenn man natürlich richtig große, breite Zapfen hätte oder noch lange, dann ist bestimmt so eine Bestellsäge besser, weil man einfach mehr Kraft aufwenden kann. Mit der Schlitzsäge geht es auch eigentlich schneller, aber vielleicht auch natürlich ein bisschen ungenauer. Es ist einfach grober, das Ganze bei den Zapfen, der Schnitt, würde ich sagen. Jetzt geht es darum, den Schlitz noch auszustemmen. Beim Ausstemmen des Schlitzes kann man nun ganz normalen Beitel nehmen oder auch einen Lochbeitel. Ich habe hier gesehen, ich habe eigentlich nur noch einen Zapfen von 7 mm, eigentlich sollte 8 sein, aber ich habe wahrscheinlich meinen Streichmaß ein bisschen falsch eingestellt. Aber es macht gar nichts, weil ich habe die Streichmaßrisse sind ja überall gleich. Also der Zapfen ist etwas schmaler geworden. Dafür nehme ich jetzt ein 6er Eisen. Das passt wunderbar. Bei einem 8er Schlitz hätte ich mit einem 8er Eiser Schwierigkeiten gehabt. Ne? Aber das passt jetzt ganz gut. Jetzt gehe ich natürlich erstmal 1-2 mm vom Rumpf entfernt, damit ich da nicht gleich eine Macke habe, die man gleich nachher sehen kann. Dann stimme ich jetzt erstmal hier bis zur Hälfte aus. Oder kann erstmal jetzt hier genau am Riss jetzt entlang stemmen. Da ich jetzt ja hier so weit das habe. Ich gehe zur Mitte ein bisschen, hinterstemme ich das ein bisschen, damit da eben nachher der Zapfen auch nicht irgendwo anliegt. Also hier leicht schräg zur Mitte hin mit dem Eisen. Drehen. Auch hier wieder kurz vorm Riss. Das mal einstemmen. Raus. So, und jetzt noch genau am Riss. Mal leicht hinterstemmen. So, jetzt braucht nur noch der Falz gehobelt werden. Natürlich mit einem Falzhobel ist das kein Problem. Kann man genau Tiefe und Breite einstellen. Aber ich habe jetzt gelesen, dass auch man natürlich mit einem Simshobel einen Falz anhobeln kann. Und ich glaube sogar, dass man das früher sehr häufig gemacht hat, denn die Falzhobel sind eigentlich relativ selten zu bekommen, auch gebraucht. Neu einfach zu teuer, finde ich, für einen Hobbyhandwerker. Deswegen probiere ich das einfach mal aus, mit dem Falz, mit dem Simshobel hier den Falz anzuhobeln. Ich brauche ja eigentlich nur einen Anschlag. Und kann dann entsprechend tief hobeln. Vorher werde ich aber mal kurz den Falz anzeichnen mit dem Streichmaß. Also, der Falz kommt nach hinten. Zeichenseite hier. 16 mm. Das ist die Tiefe jetzt hier. Und hier hinten hatte ich gesagt 12 mm. Wenn ich jetzt mit dem Streichmaß nämlich schon mal vorreiße, dann mit der Falzhobel, ich sage mal Falzhobel, der Simshobel nicht so schnell mir hier was ausreißen. So, das Teil mache ich jetzt hier zwischen die Bankhaken, mache eine Leiste drauf, dass ich genau hier an diese Linie komme.
So, schauen wir uns das mal an. Ja, also Falz ist auf jeden Fall da. Gut winkelig. Naja, da müsste ich jetzt noch mal so ein bisschen hier von der Seite nachstoßen. Das ist aber auch kein Problem. Also, das ist auf jeden Fall eine Alternative. Ein bisschen Übung hat da drin, dann kriegt man so auch mit einem Simshobel einen Falz hin. Ja, ein älteres Modell. Funktioniert auch besser als mein neuer, den ich habe. Die Falz wird auch relativ rechtwinklig. Bin ich also mit zufrieden. So, die Felsen sind alle gehobelt. Jetzt geht es nur noch darum, was ist das hier? Ein Stück des Zapfens abzusetzen, damit der Zapfen hier ganz hineinpasst. Das heißt, ich muss innen da etwas noch wegnehmen. Auch hier mal anzeichnen. Also der Teil hier, der kommt noch weg. So, und damit kommt jetzt der Augenblick, wo man schauen kann, ob es einigermaßen passt hier. Schwergängig ist es. Ja, man kann auch ein bisschen nacharbeiten. Natürlich, aber das passt schon mal ganz gut. Noch die anderen Teile. So, ich bin jetzt beim Zusammenbau. Habe also noch gar nichts korrigiert. Scheint alle recht stramm reinzugehen. So, legen wir mal hin. Ja, so, auch so einigermaßen, nicht zu windschief ist. Gut, also auch selbst wenn jetzt mal hier was locker wäre, also man darf das nicht jetzt übertreiben, so perfekt zu sein. Das ist keine Maschinenarbeit, das ist Handarbeit. Selbst man kann ja noch mal ein Furnier zwischenlegen, wenn es nicht ganz dicht ist. Und noch ein bisschen nacharbeiten, dass die Fugen hier gut zusammenkommen, aber das passiert meistens erst beim Verleimen. Obwohl, die müsste noch ein bisschen dichter werden hier. Oder kann man noch mal nachschneiden hier hinten vielleicht ein Stückchen, dass dichter wird. Und dann, ich habe ja ein extra Video, wie man jetzt so einen Rahmen verleimt, dass er nicht windschief ist.
Dann wird das nochmal richtig gut zusammengepresst und dann eben entsprechend verleimt. Vorher natürlich innen hier verputzen und schleifen. Da kann man den Rahmen verleimen. Das will ich jetzt aber nicht alles zeigen. Auch putzt man ja nachher noch hier schön alles glatt, dass hier dass das hier schön alles eben ist. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Das Video ist ja so auch schon lang genug. Ja, das Einzige, was mir jetzt noch bei dem Rahmen aufgefallen ist, was ich noch ändern muss, ist, dass der Falz nicht tief genug ist. Er ist ja nur 8 mm. Aber wenn ich jetzt hier hinten noch eine Füllung reinmachen will und die ja noch verleisten will, dann dürften 8 mm kaum reichen. Ich muss also noch tiefer gehen. Also das kann durchaus das Doppelte, 16 mm sein. Ist aber gar kein Problem, weil das ändert an dem ganzen Rahmen nichts. Also ich kann die einzelnen Teile wieder nehmen und einfach tiefer hobeln. Hat gar keine Auswirkungen hier, auch auf die Verbindung hier nicht. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch oder Ihnen bei eurem ersten Rahmen viel Freude und Erfolg.